Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ, und ich heiße euch herzlich willkommen hier auf der Infoseite von War Thunder. Es gab ein Server-Update. Normalerweise berichte ich über Server-Updates eigentlich nichts. Ne? Gerade in meinem jetzigen, jetzt noch vorhandenen Urlaub. Aber das ist sehr wichtig. Das ist ultra wichtig. Das müsst ihr wissen. Ne? Nicht jeder liest sich diese Server-Updates durch, weil sie sagen sich, ja okay, da hat sich wieder irgendwas geändert. Vielleicht gibt es hier da und da nicht mehr so viele Fehler, pump, bibambo, ne? Es gibt spezielle Veränderungen in der Spielewirtschaft und noch andere positive Sachen. Und da gehe ich jetzt mit euch mal drin durch, ne? Gehen wir jetzt mal drin durch. Ja, geplante wirtschaftliche Veränderungen wurden umgesetzt. Es wurde ja vor längerer Zeit schon angekündigt. Hat nicht, vielleicht nicht jeder mitgekriegt, ich weiß nicht. Das war so ein bisschen Information von denen, aber so irgendwie so, wie sagt man, nebenher. Die Anschaffungskosten für Boden- und Luftfahrzeuge wurden gesenkt. Ja, das liest sich sehr schön. Ne? Die Kosten für Forschung und Änderung wurden gesenkt. Ja. Also, es hat sich eine Menge getan. Wir gehen gleich auf die Tabelle ein, aber wir gehen jetzt erstmal hier auf die Bäume auch ein, weil da hat sich auch so ein bisschen was verschoben. Also, Änderungen bei den Forschungsbäumen, bei Fahrzeugen, der M16, MG7MC, also die Flak von den Amis, ne? Und hier die M15 haben Platzwechsel gemacht. Die haben einmal den Platz getauscht. Dicker Max und die 8.8er Flak haben Platz getauscht. Das gucken wir uns gleich genauer noch an. Dann PT76B wurde verschoben auf Rang 3. Ja, wer es braucht. Su-85, Su-85M gruppiert und hinter die Gruppe Su-152 und ISO-152 verschoben. Ja gut, ist mir egal. Ne? Ja, geht. Ja, gruppiert heißt, die sind jetzt in einen Ordner. Einen Moment, da klickt man hier einmal drauf. So, warte mal, das war Su, ne? Su. Su-Labu, Su-Lululu. So, da sind sie, seh? So, die waren vorher, waren sie einzeln hier drin und jetzt wurden sie in einer Gruppe reingepackt und ja. Es ist wohl viel geplant, wenn sie so Gruppierungen machen, ne? Dann ist teilweise auch viel geplant an Fahrzeugen, da, weil hier ist ja noch eine mega fette Lücke. Hier könnte eventuell noch was reinkommen. 1 bis 2 Fahrzeuge, wer weiß, was sie da reinpacken. Hier wäre es auch noch mal nötig. Und ja, es sind halt auch Su-85 Modelle. Ne? Es ist beides fast dasselbe mit einem kleinen Unterschied. Die M-Version, ich glaube, die hat einen besseren Motor gehabt oder so. Motorleistung 874. Irgendwo war ein Vorteil bei dem Ding. Irgendwo war was besser. Ah, eine Panzerung. Wandpanzerung 75, hier 45. Hm. Ja, also irgendwo war immer was besser, ne? Irgendwo war was. Ups, zu groß. Was besser. So, gehen wir zurück. So. Dann schauen wir mal weiter. Objekt 906 ist auf Rang 5 verschoben worden. Ja, gut. Der Kern Avon verschoben auf den Platz von dem Centurio MK3. Conqueror verschoben auf den Platz nach Centurio MK10. Conway verschoben auf Rang 4. Hätte ich jetzt vielleicht nicht gemacht, weil das ist ja schon, der Conway ist ja schon ein ganz schön ordentlicher Brecher. Also, ja. Ihr versteht, was ich meine. Das ist schon, wenn man von der Kanone erwischt wird, dann, ouch. Aber gut, ja, gut. Wir lassen das, ne? Wir können da sowieso nichts machen. So, der FV-102 Striker verschoben auf Rang 5 und hinter den Swingfire gesetzt. Okay. Na gut. Dann Stormer verschoben auf Rang 7. Der war vor auf Rang 6. Okay, haben sie das Potenzial vom Stormer tatsächlich erkannt. So, Tase wurde verschoben auf Rang 1. Ja, das war auch bitter nötig, weil der Tase auf Rang 2, das war total Blödsinn, ey. War total Blödsinn, dass der da... Das ist eine geile Flak von den Japanern, aber die hat einfach auf diesen Zweierrang damals nichts zu suchen gehabt. So, und die Soki, die ist jetzt verschoben auf Rang 2. Ja, die haben einfach nur die Plätze getauscht. Ja, geil. So, LVR, ich lese das jetzt nicht komplett vor, das sind halt zwei Schweden, ne? Das sind
Wenn ich das so richtig sehe, ich glaube LVRBF, das gucken wir nochmal nach. Ich glaube aber, das sind zwei Flakgeschütze, ne? Plätze getauscht. Flakgeschütze. LV. LVBRT. Oh Gott. BGB? Nee, das ist nicht. LV. Hier blickst du vor lauter Kram nicht durch. Nee, LV sind die hier. KV 12. LV. Ja, irgendeiner hat von denen den Platz getauscht. Ich glaube, das waren die hier. Nee, das waren wir. Ja, was weiß ich, Leute. Da blicke ich jetzt nicht so ganz durch. Auf jeden Fall haben hier welche den Platz getauscht. Ja, lassen wir das mal so stehen, ne? Lassen wir das mal so stehen. So, Flugzeuge F-82E verschoben auf den Platz hinter dem PL-38. Okay. Aha, die haben die F-4U-Modelle hier zusammen gruppiert. Die waren mal gruppiert, dann waren sie wieder auseinander. Weiß der Teufel, warum das geändert worden ist. Genauso wie mit den F-8ern hier. Die waren mal gruppiert. Ganz am Anfang. Das weiß ich noch. Und dann waren sie wieder auseinander. Also, ja, ihr seht, es ist vieles gruppiert worden. AD2 und AD4 sind gruppiert. Da fehlt noch die AD3. Es gab eine Tree. Und es gab die AD1. Die gab es auch noch. Aber die kommen vielleicht irgendwann noch. So, B17, zwei Stück sind gruppiert worden. Das hätte ich mit allen B17. Ach nee, wartet mal, wartet mal. E-Version. Okay, E und dann Querstrich hier. Ja, okay, das ist in Ordnung. Dann hier die HE-Modelle. Die 112er sind gruppiert. Okay. Ja, also hier steht mehr mit verschoben und halt gruppiert, ne? H101 verschoben auf Rang 1. So, das ergibt mehr Sinn, weil die war vor Rang 2 und hat ein Rating von 1,7. Die hatte, das war so unlogisch, ne? Okay, die CL-Maschinen sind jetzt gruppiert, Gott sei Dank. Nicht mehr so viel Überplatz. Okay, Fokker Wulf 200 und HE haben Plätze getauscht. Also gibt es wohl vorher die HE111 H6 zu erforschen und dann die Fokker Wulf 200, so wie es aussieht, oder? Ah, nee, 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 oder? Das werden wir gleich sehen, genauer. Jagd 9OT, okay, und so weiter. Also ihr seht, wir haben viele Fahrzeuge und Flugzeuge die Plätze getauscht. Plätzetausch, Flotte, Shidori und Isuzu, Platzwechsel. Warum? Also ich würde eher sagen, die Shidori ist deutlich tödlicher als die Isuzu, aber gut. So, die Anzahl der Fahrzeuge, die für den Zugang zu den neuen Rängen erforderlich sind, wird im kommenden großen Update geändert. Die Änderungen werden sich nicht auf neue eingeführte Fahrzeuge auswirken. So, jetzt stehen hier so komische Zahlen. Nicht, ne? Also, normalerweise waren immer so vier oder fünf oder vier Fahrzeuge nötig erforscht haben, um auf den nächsten Rang zu kommen. Ne? Ja, das ist jetzt was anderes. Also um Rang 7 auf den Rang 7 forschen zu können, müsst ihr dann statt vier Fahrzeuge fünf Fahrzeuge. Also hier bei den USA sind es zumindest so. Bei Deutschland ist es genauso. Bei Russland haben es genauso gemacht. GB. Ach, guck mal. Ah, von Rang 6 auch. Also Großbritannien, ne? Bei Rang 6 haben sie es so gemacht. Da braucht ihr fünf Fahrzeuge zu erforschen, um auf Rang 6 zu kommen, finde ich mies. Bei Japan haben sie von 3 auf 4 geändert. Das waren 3 da? Zumindest, ich habe die schon so lange freigeschaltet, da ist es schon ja ewig her. Das gilt aber nur für die Bodenfahrzeuge. Achso, nee, 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 das ist dann natürlich schade. Ja, von, ihr seht, bei Rang 7 sind es 4. China haben sie auf 5 geändert, von 3 auf 5, das ist heftig, das tut mir Seele weh. Schade, ich dachte, ich komme mal ganz schnell dahin. Bei Italien von 3 auf, oh, guck mal. Bei Rang 5, das gilt schon für Rang 5, braucht ihr schon 4. Um Rang 6 braucht ihr 5 und Rang 7 5. Okay, Frankreich, okay, da haben sie einfach nur für Rang 7 haben sie von 4 auf 5 geändert.
Luftfahrt bei den Deutschen. Oh, guck mal, das ist höflich. Ja, um Rang 7 zu erreichen, müsst ihr nur 4 Fahrzeuge erforschen. Wartet, das gucken wir uns kurz mal grob an. Flugzeuge. Rang 7. Okay, das wären dann 2 CL-Maschinen eventuell. Hier die MiG. Das da und schon hätte man es eigentlich, ne? Ja. Naja, gut. Aber das sind nicht die wichtigsten Infos. Das sind nicht die allerwichtigsten Infos. Die wichtigen kommen noch. Ja, freut euch. Jetzt kommt krass Tabelle. Das Video geht etwas länger, dass ihr Bescheid wisst. So, ja, wow. Ja, Schneeweiß. Das ist heftig. Ja, hieraus sieht man jetzt nicht allzu viel. Hier steht halt sehr viel, wie viel Kosten, ne, von Aircraft, also hier Forschungskosten und Lizenzkosten, ne, so insgesamt in den verschiedenen Rängen dann da abgezogen oder zugezogen werden. Aus dem ganzen Kram kann man jetzt so grob was rausschätzen und alles. Das ist aber allerdings aus meiner Sicht gesehen nicht so ultra wichtig, außer jemand interessiert sich dafür. Link wird in die Beschreibung unten reingepackt. Das Interessantere ist eher hier. Die komplette Liste. Aller Flugzeuge, aller Panzer, wo jetzt was Besonderes geändert wird. Sei es jetzt SL, also hier Silver Lines, ne? Kostenveränderung, RP, also Forschungsveränderung, Crew SL Veränderung, Expert, dass ihr die Fahrzeuge auf Expert hauen könnt, Golden Eagles Veränderung, Kosten der Golden Eagles Veränderung, ne? Also mit irgendwas zu erkaufen und sonst was, und Talisman. Bei Talisman, man sieht viele Nuller hier, da ändert sich bei manchen einiges so gar nicht, ne? Und ja, ist leider so, ne? Ja, hier Golden Eagle Strong in der Ace. Also, dass ihr das Fahrzeug auf Ace machen könnt, ne? Ja, also gut, es gibt ein paar, da ändert sich das ein bisschen. Finde ich ganz nice, aber das ist für mich nicht so der interessantere Part. Also, ich finde eher hier den Lines Allgemeinkosten und hier das hier. Finde ich auch ganz wichtig. Forschungs. Zum Beispiel hier jetzt mal nur auf die P63. Die wird jetzt in der Forschung ein bisschen billiger, wie ihr seht. Es sind nur noch 33.000 Forschungspunkte. Oder was auch noch ganz interessant ist, hier F80 zum Beispiel, da packen sie 9.000 drauf. Also wer die F80 Jet noch nicht hat, na gut. Genauso für den anderen F80 Jet, der ist jetzt deutlich teurer. War vorher einfacher, den zu erforschen, und ja. Dafür kommt ihr ziemlich schneller an F104A ran. Vorher waren es 390.000 Forschungspunkte. Das war schon heftig. Das hat schon wehgetan. Jetzt allerdings sind es nur noch 180.000. Das sind viele, viele, viele Missionen weniger, die man fliegen muss als vorher. Darunter halt natürlich die C mit 220. Also sie passen hier wirklich alles perfekt an. Die Kosten wurden auch so ein bisschen angepasst. Vorher hat das ganze Ding gekostet 1 Million. Und jetzt sind es nur 500.000. Ja. 500.000. Das ist schon, das ist günstig. Das ist wirklich günstig. Finde ich nice. So, die berühmte F5. Ja gut. Da wird nur so ein bisschen runtergesetzt. Schade eigentlich. Ich gucke jetzt so nur im Groben mal nach diversen Jetflugzeugen. Ne? Wo es halt wirklich, okay, die F84 wurden hochgestuft. Ihr seht, hier wurde ordentlich was draufgepackt. Selbst die eine F86 wurde auf hochgestuft, aber ich glaube, die habe ich schon. Die A5? Ich glaube, ja, die habe ich schon. So, dann hier die nächste. Die wurde natürlich billiger gemacht, 150.000 Forschungspunkte. Dann die nächste, 180.000. Also ihr seht, die passen hier alles so ein bisschen perfekt an, damit man irgendwann die Gelegenheit hat, auch andere Flugzeuge fliegen zu können. Zum Beispiel Phantom. War ja sowas von gar nicht so richtig für viele machbar, ne? 390.000 Forschungspunkte damals war echt heftig. Jetzt die allererste Phantom, die C-Version, 270.000 Forschungspunkte. Gut, es ist immer noch 270.000 Forschungspunkte, das ist schon viel, aber 120.000 Punkte weniger.
ersparen einen so viele Stunden. Das ist so viel Ersparnis, das ist schon geil. Ach, guck mal, die F6er Modelle. Ah, da kommt man auch ein bisschen billiger ran. Also sie passen hier alles perfekt jetzt an. Es ist alles angepasst besser. Die F2, die hat ein bisschen was drauf bekommen. Okay, gut, dass ich die schon gekauft, schon vor langer Zeit erforscht habe. Hier ist auch drauf, hier ist Minus wieder, 180.000. F9, F5, gucken wir mal kurz mal nach, habe ich die schon? USA. F9, F5, ich habe ja schon so viele erforscht. F9, F9, F5, nee, die habe ich schon. Wollte ich jetzt gar nicht nachgucken. Bei mir wäre eher die A4B wichtig und die F3, H2, die wären wichtiger. So, F3, da, ja, deutlich einfacher. Und die F8, U2, die ist auch deutlich billiger geworden in der Forschung. Ja, also die haben hier richtig draufgepackt. F3D, okay, da haben sie wieder das draufgepackt. F84, ah, die ist angepasst worden auf 150.000 Forschungspunkte. Man hat hier wirklich mehr A4B, 180.000 Forschungspunkte. Leute, ich hab sie bald. Und das hier ist erstmal nur der USA-Baum. Ne? Und das wurde halt auch für manche Panzer eingestellt. Also ihr seht hier, der Bradley, der ist ein bisschen teuer gemacht worden. Um 20.000 Forschungspunkte, weil es war wohl, also der neueste Bradley, ne, der A3, der war wohl für viele so schnell zugänglich, dass ein Rumgeheule entstand und ja, da wollen sie halt so ein bisschen, ja gut, der Schaden ist schon da, aber gut, man kann ja ein bisschen verringern, ne, so ungefähr. M47, ja gut, das sind nur 10.000, aber trotzdem sind das mindestens, kommt jetzt auf das Match an, Spiel und so weiter. 2 bis 3 Matches weniger. Eventuell Pi mal Daumen, ne? Wenn man jetzt keinen Booster hat und alles. 2 bis 3 und Spielweise. Das ist nur eine grobe Einschätzung. Also 2 bis 3 Matches weniger. Bei manchen ist es vielleicht auch nur ein. Ne? Es gibt auch Spieler, die schaffen es tatsächlich in Arcade oder halt in realistisch so 10.000 Forschungspunkte rauszuholen. Das gibt's auch. So, das hier wäre eher wichtiger für mich, weil den ersten M60 habe ich schon, oder? Ne, warte mal, den ersten M60? Ich weiß gar nicht mehr. Und der A3, da gucken wir kurz mal nach. Der erste M60. M60, ja, den habe ich. Und der nächste M60? TTTS? Ja, 270.000. Oh. Ja, der Bradley hier, ihr seht, der ist jetzt halt ein bisschen mehr, aber auch der ist gut angepasst, muss ich sagen. Guck mal hier, der hier 220.000, 270.000, ist doch ganz gut, aber auch angepasst so ein bisschen. Also ich finde es ein Vorteil, was sie hier gemacht haben. So, der berühmte T-34 von den Amis, natürlich ein bisschen aufgestockt bekommen, ne? Ja, der hat deutlich mehr bekommen, 4.000 Points dazu geschlossen, ja gut. Aber der ist nicht mehr so extrem in Benutzung. Also ich habe den schon, ich sag's mal so, als das Ding reingekommen ist, ja, da war das Ding sehr oft in der Mache. Da hat das Ding, wurde das Ding sehr oft verwendet, allein schon wegen dieser Kanone. Das war ja echt bestialisch. Mensch, trinkt mal einen Schluck, Leute. Ah. So, wieder einsatzbereit. Hab vergessen, mein Glas hinzustellen, ich Idiot. Aber, naja, so, IPM, das ist das Raketending, haben sowas draufgepackt, okay. Abraham-Panzer. Ja, es dauert trotzdem noch gewaltig lang. Okay, sind 50.000 weniger, aber trotzdem. Ja, bei den 2 Flugabwehrfahrzeugen haben sie nochmal was abgezogen. Ne, bei dem einen haben sie abgezogen, beim anderen haben sie draufgepackt. Damit die Leute, ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Die Leute sollen viel mehr den M15 spielen als den M16. Weil M16 ist sehr oft in Benutzung. Selbst in den ganz hohen Rängen habe ich dieses Fahrzeug schon als Flakfahrzeug gesehen. Und das Ding ist halt auch Bombe, ey. Also, so, der Adats. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen leichter zu erforschen, aber ja, geht. Und der M1128, das ist auch noch so ein Ding. Der Striker, ich finde ihn geil.
So, gucken wir mal grob bei den Deutschen vorbei. Oh, bei unseren Mees. Gucken wir mal. Oh, da haben sie mehr draufgepackt bei den ganzen Mees. Bei Schwalbe, Co, Jabo haben sie mehr draufgepackt. Das finde ich kacke. Ab wann geht's minus los? Oh. M. Bei der M163. Seht ihr das hier? Da sind 20.000 weniger geworden. Wo ist aber der Unterschied? Weil B0 ist eigentlich ganz schön krass drauf. Ich habe das Ding getestet. Habe es noch nicht komplett erforscht, aber habe das Ding getestet. Und ich muss sagen, ich bin positiv überrascht von dem Teil. Aber gut. So, die CL-Maschinen. Die erste brauche ich mir nicht mehr so viel Mühe geben. Die habe ich ja schon. Die zweite, da muss ich halt ein bisschen ran. Aber man sieht, es ist gewaltig runtergeschraubt worden. Guckt euch das mal an. Die erste CL13-Maschine, 380.000 hatte sie vorher und jetzt nur noch 180.000 Forschungspunkte. Das ist heftig. Das freut mich. Was ist denn mit der F104? Ah, die brauche ich immer noch. So, F4. Okay, die braucht auch noch gewaltig viel. Und ist sehr teuer. Also da sind sie nur ganz grobes Entgegenkommen gekommen, ne? Bei der ja okay CL-Maschine, da sieht man es, das war ja fast eine ganze Million. Allein schon die Instandsetzung kostet sehr viel, da haben sie jetzt eine halbe Million draus gemacht, das ist sehr schön. Sehr erfreulich. Also ihr seht, hier sind lauter tolle, schöne Änderungen, wo man sich das richtig durchlesen kann, das mit seinen Daten vergleichen kann, es ist wirklich schön. Oh, die MIG-S. Oh, so ein bisschen mehr, ne? Selbst die MIG-15 komme ich sogar besser ran. Horten, das juckt mich jetzt mal. Horten, ne, haben sie was draufgepackt. Aber sie haben die Horten in dem Kauf billiger gemacht. 80.000 billiger, besser als gar nichts, ne? Das ist die Voraussetzung. Ja, vor allem das Lions-Thema, also das ist wirklich geil. Ne? Das finde ich genial, dass sie das allgemein gemacht haben. Ja, hier sind sehr viele Infos. Also ich gehe hier das grob durch, nicht komplett alles durch, aber grob. Focke-Wulf-Maschine ist ein bisschen billiger in der Forschung geworden. Okay, finde ich nice. Arados haben sie drauf gepackt. Habe ich aber nochmal Glück gehabt, ey. Habe ich alle weiter erforscht vor langer, langer Zeit. IL-28, die juckt mich. Oh, ja, schnell. Oh, da kommen wir zum dicken Max. Da haben sie weniger gemacht. Dauert also weniger Zeit, ihn zu erforschen. Aber die 88er Flak hat was draufgekriegt von 4000. Oh. Auf dass die Leute mehr Digger Max spielen als 88er Flak. Ja, gut. Man überlege die Statistik. Wie viele Spieler sterben durch die 88er Flak? Sehr viele. Sehr viele. Also, da sind wirklich viele Abschüsse. Also. In meiner absoluten, wenn ich mal so einen richtig geilen Lauf habe, dann hole ich da auch so fünf Abschüsse raus in einer Runde mit so einem Fahrzeug. Ne? Wenn nicht ein Flugzeug dazwischen kommt. Oh, guck mal, mein Marder. Ich hätte mir 10.000, ich hätte mir mindestens zwei Runden ersparen können. Zu spät. Okay, BMP1, fühle ich mich jetzt auch verarscht. Hätte ich mal gewartet. Ah, gut. Ja, was soll's. Den habe ich ein. TAM 2C, ja gut, da bin ich, aber ich muss erstmal den ersten TAM erreichen. So, der Radkampfwagen. Ja, okay, brauche ich den unbedingt? Ja, schauen wir mal. KPZ, kommen wir auch ein bisschen schnell ran. Oh, guck mal, beim Panzer G haben sie ein bisschen was draufgepackt, die Säcke. So, wie sieht's beim Leo aus? Okay, der erste Leo ist einfacher zu erforschen. Der zweite Leo haben sie was draufgepackt. Okay. Und beim nächsten Leo haben sie was abgezogen. Und beim allernächsten, der A6, haben sie nur 10.000 abgezogen. Das macht jetzt den Bock auch nicht fett, aber gut. Oh, Kugelblitz hier. Guckt euch das mal an. Da ist ein bisschen was. Apo Kugelblitz kosten. Okay, da haben sie draufgepackt. Wenn ich überlege, was der in der Reparatur kostet, die Sau. Mann, ey. Schlimm, schlimm, schlimm. So, Ferdi. Ferdi hat es auch voll erwischt. Der wurde auch erhöht. Na ja, gut. Also, Flakpanzer 341. Der hieß doch früher Kolion. Draufgepackt. Den benutzt doch kaum noch einer. Die Maus. Oh, die Maus ist in der Forschung billiger geworden. Die wird trotzdem selten gefahren, weil sie so schnell stirbt.
richtig geile Panzerung auf ihren damaligen Rating-Level. Ich glaube, das waren, die war 7-0 mal. Ja, und dann wurde sie hochgepackt. Ne, sie war sogar mal 6-7 kurz. Ganz kurz, aber nicht lang. Und dann, ja. Tja. So, bei den Russen, da haben sie auch gewaltige Änderungen hier vorgenommen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal lieber bei den Mix rein. Was die Erforschung angeht. Okay, draufgepackt hier. MiG 15 bis, ein bisschen einfacher zu erreichen. Die 17 auch, die kriegen wir auch ein bisschen schneller. Die 19, ja, ist auch noch ordentlich. Guckt euch das mal an. Die hatte vor 390.000, jetzt sind es noch 108.000. So, jetzt wird es aber ein bisschen heftiger. MiG 21, F13, da kann es natürlich wieder ein bisschen dauern. Bis zur MiG 21 bis. Warte mal. Also, oh, ich bin schon bei der falschen Ecke. Ich denke schon so, hä, was? 82.000, wie geht das denn? Ja, da guckt man ein bisschen falsch. Ne? Ja, das sind so viele Zahlen, da blickt man ja irgendwann nicht mehr durch. Kriegt man ja irgendwann einen Krampf in den Augen. Ugh. Ich habe jetzt schon einen Krampf in den Augen. Die kosten wenigstens, oh nein, oh, da haben sie 30.000 draufgepackt. Sauerei. Terroristik. Aber hier guckt mal, die MiG 19 PT kostet deutlich weniger, jetzt nur noch eine halbe Mille. Ne? 500.000 ist doch schon mal was. Das ist doch auch schon mal was Schönes. So, wo haben sie noch richtig gravierende Veränderungen vorgenommen in den Kosten? Gucken wir mal hier. 200.000 hier. Das ist die Su-7B. Habe ich die nicht schon? Wartet, gucken wir mal. Su-7B. Nein, die habe ich noch nicht. Oh, das ist das Geschoss. Ach, guck mal einer. Da habe ich ja nicht mehr viel weit. Bisschen noch Fliege, dann geht's. Die lassen wir mal. Dann gehen wir das hier auf Erforschung. Gehen wir das deutlich schneller voran. Oh, schaut mal. Die Jak 38M, die hatte deutlich mehr. Die hatte um die 400.000 Forschungspunkte, glaube ich. Ach, guck mal. Der Senkrechtstarter ist auch bald in den meinen Fingern. Da muss ich mir nicht extra hier das Premium kaufen. Ich habe nämlich schon damit geliebäugelt, das zu tun. Na, dann muss ich das jetzt doch nicht tun. Was sind mit der Su 17? Haben sie auch ein bisschen angepasst. Ja, also, ja, geile Änderung. Muss man doch schon sagen. Geile Änderung. Finde ich nice. So, IM2. Oh, die Yeah. Ich sehe hier eine Yeah. Da haben sie Forschung, okay. THT, die ist doch geil. So, TU-14 ist auch. Oh nee, da ist ein bisschen mehr draufgepackt worden. Haben sie das Potenzial, okay? Ja gut, TU-14T ist schon übel. Das Teil, das ist schon ein ganz schön krasser Bomber. Der wird sehr auf den realistischen Schlachten, habe ich sehr oft das Ding gesehen, verwendet. Das Ding ist echt krass. Also, allein schon von der Bombenqualität. So, wir sind jetzt bei den Panzern. T-54, der juckt mich nur noch der letzte, weil den habe ich noch nicht. 150.000 Forschungspunkte, das heißt also, ich habe den bald. Finde ich schon mal nice. Oh, das Erforschen von T-62, 72, ja, haben sie ein bisschen was draufgepackt. Scheiße, finde ich das. So, hier, minus 50.000, für wen? Für den T-90. Für den T-90, ah, jetzt braucht man nur noch, naja gut, trotzdem, ist immer noch viel. Aber sie haben ihn in die Kosten billiger gemacht. Es sind nur 90.000, oder? Ja. Aber trotzdem. T-72B haben sie auch ein bisschen, aber nur so ein klein bisschen. Oh, guck mal, IS-2, oder? IS-2 haben sie was draufgepackt. Ja, forschungspunkttechnisch. Und geldtechnisch auch. Ach, verdammte Axt. Was mit dem IS-4? Den habe ich noch nicht. Ja, den kann ich jetzt bald mal haben. Geht ein bisschen schneller. So, was könnten wir noch? Objekt 600, schlag mich tot. Ah, schade, haben sie ein bisschen was drauf gepackelt, ne? Ja, das dauert ein bisschen länger. Objekt, bla bla, 130.000 nur noch. 130.000, na, jetzt bin ich ein bisschen schneller ran. Sturm, es geht, oh, haben sie drauf gepackt. Aber bei der Grishan-Thema es bisschen was weniger, ist ja auch nicht. Die zwei Flachs hier haben sie noch ein bisschen was verändert, oder? Ja, so ein klein bisschen, aber nicht so ultra. Naja, also ihr seht, viele, viele krasse Änderungen.
viele krasse Änderungen. Ja, haben sie schon ganz gut. Wie ist eigentlich mit meiner Javelin? Oh mein Gott, ich kann jetzt die Javelin richtig erforschen, Leute. Oh, ich liebe die Javelin. Was mein. Also bei den britischen Flugzeugen gibt es einige, die ich mag, aber die Javelin ist geil. Schaut mal, die Typhoon ist begünstigt worden. Und die Tempest Finale. Das finde ich aber mies. Ach, guck mal, die Hunter. Die F6. Ja, kommt mal ein bisschen schneller an sie ran, oder? Ne, wartet mal, das ist die falsche. Da, ja, trotzdem ein bisschen schneller. Die F1 auch. Ah, die Phantom hier, die ist nicht so einfacher zu kriegen. Und das Spitfire, die MK24, da haben sie draufgepackt, die Säcke. So, Scimitar juckt mich mal. Ah, die kann ich jetzt auch langsam mal richtig erforschen. Das finde ich aber nice. Das ist aber lebensgewürzig von euch, liebes Gadgetteam. Swift, ich mag die Swift-Modelle nicht, aber ich kann es jetzt zumindest ein bisschen schneller erforschen. Ja, nee, die erste Swift nicht. Aber die zweite Swift geht ein bisschen schneller. Das ist schon mal. Harrier Jet, 180.000 nur noch. Oh mein Gott. Endlich ist es soweit, Leute. Ich kann bald einen richtig originalen Harrier Jet fliegen. Und ich dachte, ich muss darauf mindestens ein ganzes Jahr warten. Boah. Heidewitzka. Das ist geil. Ich liebe Harrier Jet. Auch bei der Lincoln haben sie auch was verändert. Ein bisschen billiger. Aber wartet mal, Harrier Jet. Oh, er ist sogar kostengünstiger geworden. Muss nicht so viel zahlen. Wie steht's mit meiner Buccaneer? Auch die kann ich auch. Oh mein Gott, Leute. Das ist positiv. Also, der eine oder andere könnte sich jetzt noch beschweren, aber ich sag geil. Ich sag geil dazu. Ich sag geil. Selbst der Conqueror ist in der Forschung billiger geworden. Oh, heiliger Mist, ey. Den werden wir jetzt öfters in den Panzerschlachten sehen. Ja, manche haben sie aber auch dann ein bisschen höher gemacht. Wie ist mit dem Conway? Conway ist billiger in der Forschung. Heilige Scheiße. Das wird was werden. Den werden wir jetzt öfters mal sehen. Selbst in den Kosten ist er billiger geworden. Den werden wir sehr öfters sehen. Swingfire haben sie auch ein bisschen verändert. Ja, auch zum Positiven. Striker, wunderbar. Kann ich alle beide sehr schnell erforschen. Warrior, ja gut, muss ich jetzt nicht unbedingt. Sieht geil aus, aber naja. Falcon interessiert mich. Die 130.000. Elant 90? Wer kennt noch die Elant 90? Na, Elant 90. Wie ist das jetzt? M90? Nee, warte mal, wie ist das Ding von den Franzosen? T90? D90? Egal, aber ein geiler Spotter. Und der ist nicht begünstigt. Nein? Nein, der ist sogar ein bisschen teurer geworden und die Erforschung, ja gut. Damit weniger Leute mit diesem Spotter durch die Gegend eiern. Tja, Rattel 20 ist günstiger geworden. Selbst der Roy Cut hat sich ein bisschen, ne, mit der Erforschung verbessert. 30.000 weniger. Olifant, ja okay. Naja. TTD, ja gut, den mag ich nicht, den werde ich auch so schnell nicht erforschen. Ich weiß nicht, ich habe ihn getestet. Viele finden ihn geil, aber ich bin jetzt nicht so ein begeisterter Fan. So, Japan, T2 juckt mich intensiv. Und, ja, deutlich schneller komme ich jetzt an den T2 ran. Das heißt, ich kann meinen besonderen Tarnanstrich bald draufpacken. Entschuldigt. F1 komme ich auch schneller ran. Oh, G45. Okay, die G45er Modelle sind deutlich begünstigt worden. Ja. Wer sich jetzt fragt, was ist denn so toll an der G45? 20 mm, Leute. 20 mm, das ist es. Die meisten Ki-45 Flugzeugmodelle haben 20 mm vorne im Bug dran. Und sehr viele 45er, das kann ich euch ja mal zeigen, sind auf Rang, ihr seht hier, Rang 1 ist einer zu sehen. Und einige auf Rang 2. Eigentlich, wo ist der Rest? Wo ist der Rest? Da sind mehrere von denen.
Und hier sind eine. Ah! Guck mal. Die haben sie zusammengesetzt. Ah, da wird man leicht verwirrt. Guck mal, was da steht. Lack. 3 bis 4. Hä? Und dabei sind Key 45er drin. Falsche Beschriftung, kein Sinn. Nein, ihr habt es schon wieder geschafft. Ja gut, ein Fehler unter wenigen. Ne? Also jetzt mal ehrlich, da, sowas ist mal gegönnt. Also sowas kann ja mal passieren. Ist trotzdem lustig. Eieieiei, haben sie es mal wieder geschafft. Die 108 ist auch billiger geworden. Okay, B5. Die haben sie in der Forschung billiger gemacht. Ach du Gott, guck mal, nur noch 2009. Ja gut, man muss auch sagen, die B5. Ihr habt keine Frontbewaffnung in dem Sinn. Und ja, ihr seid schon ziemlich mit dem Ding gearscht. Würde ich jetzt mal behaupten. Zum Bomben reicht es, oder besser gesagt, eigentlich ist das mehr so ein Torpedoflugzeug gewesen. Ne? Das wurde mehr auf als Torpediermonster genutzt gegen Schiffe, Kreuzer, Co., alles was so Rang und Namen hatte. Oh, die R2 Modelle, jetzt juckt's mich. Oh, die haben sie verteuert, also verteuert in der Forschung, aber verbillig in. Guck mal, wie viel Geld ich gespart hätte, wenn ich gewartet hätte. Oh, Herrgott nochmal. 80.000, 60.000. Oh, ich will mir das. 160.000 Lines hätte ich gespart. Gut, das kriege ich an einem Tag locker mal wieder zusammengefarmt, aber. Ärgert mich das. So, Panzer, Typ 60. Das Ding habe ich schon. ATM, juckt mich. Jo, kriege ich schneller ran. Typ 61, ist auch deutlich schneller. Nee, deutlich mehr. Ah, okay. M47 kriegt man schneller ran. STB1 habe ich schon längst. Typ 90. Na gut, da ist schon wieder alles mit 300.000. Ne? Das dauert natürlich. Hori. Okay, das ist nicht viel, aber es geht. Type 16. So, jetzt kommen wir zu Tase. Da haben sie in der Forschung weniger gemacht. Okay. Typ 93. Okay, das ist sowieso nicht so viel. Macht den Bock nicht fett. Shidori und Isuzu, das sind zwei Küstenschiffe. Ne? Küstenflottenschiffe. Da haben sie es. Okay, Isuzu ist in der Forschung billiger und die Shidori haben sie aufgetuned. Okay, haben sie also den Wert doch erkannt, weil die Shidori ist wirklich krass. Die ist wirklich krass. Ich kann hier mal ganz schnell auf sie eingehen. Shidori, wo haben wir sie? Da. Das Ding ist schon krass. Also. Die Torpedowerfer sind es jetzt nicht, aber das Geschütz, was wir verwenden. Wir haben hier ein 12 cm Geschütz, zwei Stück davon. Zwei Stück, ich kann euch das Ding mal genauer zeigen. Nur so mal rum, guckt euch das Ding mal an. Ich habe schon öfters mitbekommen, dass einer in den normalen hohen Schlachten hier mit den Schiffen Shidori mit reingepackt hat. Und die hat dann wirklich in ihrer Art und Weise... hat sie dann sogar Schlachtschiffe bekämpft, ey. Das ist schon so richtig geil. So, China. Da hat sich auch viel geändert. Was ist denn mit der F-100 geworden? Oh, die ist billiger. Aber die F-104... Oh gut, sie ist auch billiger geworden. MiG-9er. Haben sie aufgepumpt, ey. Mit 9.000 und dann bei dem ersten mit 18.000 Vorsprung. Finde ich schön. J2 kriegen wir deutlich schneller ran, finde ich nice. J4 ebenfalls. J6, ja, angepasst, sehr schön. J7, Alter, das liest sich aber trotzdem gut. Was mit den Q5ern? Ein bisschen schneller kommt man ran als vorher. Q4, oh, haben sie was draufgepackt. Schweine. Ihr Schweine! Oh, ich sehe gerade, bei der Q5 muss man nicht mehr so viel zahlen. Es geht, 270.000, immerhin, das ist billiger als gar nichts. Type 62 in der Forschung aufgepumpt, na toll. Geht denn hier das Minus wieder los? ZBD86. Okay. CM11? CM11. Ne, warte mal. CM11. Hä?
Warte, wir gucken jetzt nach, weil CM11, ich könnte schwören, dass das nur so ein kleiner Flieger ist. CM11. Wen verwechsle ich dich dann? Mit dem hier? Am Ende schon. C11. Ich sehe ja gar keine C11. Hä? Hä? Ach, das könnte ein Panzer sein. Das könnte ein Panzer sein, Leute. CM25. Das ist ein Panzer. Ich dachte schon, es ist ein Flugzeug. Okay. Aber CM11 kommt mir irgendwie bekannt vor. Es gibt doch ein Flugzeug mit der Bezeichnung CM11. Oder? Wartet mal. Jetzt gucken wir mal was nach. Jetzt bin ich total verwirrt. CM11. Doch, doch, doch. Bei dem Franzosen, glaub, war da was. Nein. Schweden? Ich erinnere mich an ein Flugzeug. Na, ja, gut. Ich hab. Ja. Verwechselt. Kann passieren. Kann passieren, Leute. Ist scheiße, wenn es passiert. Ich hätte schwören können. Ja. Entschuldigt. Das Geräusch solltet ihr jetzt nicht hören. Type 59. Okay, da ist mehr drauf gepackt worden, oder? Nee, ist weniger. Type 69, kommen auch schneller ran. Das sind jetzt hier die Panzer. Oh, finde ich nice. Oh, die Tau, der Tau-Raketenwerfer. 130.000 nur noch. Und PTL kriegt man auch schneller ran. Jo, so viel. Oh, bei den Italienern ist nicht so viel. Dardo. Das gucken wir uns gleich mal genauer an. So, CL-Maschine haben sie angepasst. Die F-86 ist angepasster. Auch in den Kosten haben sie wirklich besser gemacht. Sagittario haben sie was draufgepackt. Schweine. Gut, habe ich schon. Gina. Die Ginas haben sie draufgepackt. Hier haben sie verringert. Finde ich nice. Okay. F-84 haben sie draufgepackt. Schade. Gleich mal erforschen müssen. Der Aubel ist in den Forschungskosten teurer geworden. R3T, wir wissen ja, was das ist, ne? Das ist die Flak, ja, deutlich teurer geworden. Auch in den Kaufkosten. Ach du Scheiße. Verfluchter Mist. Centurio. Ein bisschen einfacher zu erforschen, aber trotzdem, du hast noch ewig. OF. O. Lese ich jetzt richtig? Jo, OF, deutlich schneller. Ariete haben sie ein bisschen teurer gemacht. An der Ariete PSU haben sie angepasst und billiger. Sidam, die interessiert mich. Billiger, guckt euch das an, guckt mal ein bisschen schneller ran. Aber die nächste Sidam ist, oh ne, auch ein bisschen, aber trotzdem noch teuer. Automatik, okay. Ach, die Tau, die juckt mich nicht. So, Dardo. Welche Dardo jetzt? Das Schiff oder der Panzer? Wir müssen prüfen. Wir müssen prüfen bei den Italienern. Schiff oder... Okay. Dardo. Okay, das wird nicht sein. Okay, es wird der Panzer sein. Ja, das ist leicht verwirrend. Seht ihr? Ja. Ja, fragt bloß nicht, warum sie einen Panzer Dardo genannt haben und ein Schiff Dardo genannt haben. Dardo hat ja sowieso ist irgendeine besondere Bezeichnung. Wer es da draußen weiß, könnt ihr mal in die Kommis schreiben. Ich habe schon Google gefragt, aber Google konnte mir nicht sagen, was Dardo bedeutet. Stattdessen hat er mir den Panzer gezeigt. Von Wikipedia dann. Das ist ganz witzig gewesen. Und denk mir so, jo, was bedeutet das Wort Dardo? Ich möchte doch nur wissen. So, jetzt noch schnell die Franzosen. Da juckt das mich natürlich intensiv. Die Bourgogne, oder wie die heißt. Okay, in der Forschung sind teurer. Die Mysteri. Oh, die kriege ich ein bisschen schneller an. Mirage. Ja, das ist nicht der... Na gut. Schade. Oh, H-75 haben sie tatsächlich billiger gemacht. In der Anforschung. Und in der Kosten, guckt euch das mal an. Nur noch 700. Ah, das ist geil. Also für alle Neueinsteiger, für die Franzosen, jetzt lohnt es. F8.
Okay. Aber wenigstens haben sie in der Kostending ein bisschen, oder? Ne, haben sie drauf gepackt. F84. Ne. Hier haben sie was angepasst. Die andere F84, die F-Version, okay. Oh, guck mal, sonst sind 130.000 Lines billiger geworden. NC? Fick die Henne, ey, NC. Das juckt mich doch jetzt mal. NC. Okay, 2000 Forschungspunkte mehr drauf. Und die Kosten sind erhöht worden. NC, wer nicht so ganz genau weiß, was ist der NC? NC ist ein Bomber. Und wo haben wir ihn jetzt? Da. Das Ding ist phänomenal. Es braucht so, es brennt lange. Die Motoren brennen zumindest lange. Und das Ding ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nur die Bombenquali. Da haben sie übertrieben, die Franzosen. Ja, ihr lest das richtig. 52 mal 50 Kilo Bomben. So, das Ding hat ein Rating von 2,7 jetzt, das war mal 2,3, aber selbst 2,7 reicht noch aus. Und bei 2,7 gibt immer noch die Möglichkeit, dass da viele leichte Panzerfahrzeuge rummachen. Ne? Und leichte Panzer gehen natürlich mit 50 Kilo Bomben auch kaputt. Und somit kann das Ding regelrecht eine ganz lange Schneise langfliegen, klack, 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 macht ihr einfach nur ein paar Mal die Leertaste drücken und dann habt ihr so einen schönen Bombenteppich und dann geht alles kaputt. Mein Gott. Voteur. Gut, dass ich die erste noch erforscht habe. Bei der zweiten muss ich leider. Ah ne, guck mal, die zweite ist angepasst worden. Die zweite kriege ich ein bisschen schneller ran. Ist das nicht schön? Ja, ist nicht schön. Ist das schön? Ethan Darts, okay, ein bisschen schneller. Jaguar, ja, gut. So, AML 90, so war das, genau. Den haben sie auch erhöht. Der Mars. Oh, scheiße. Ist oft zum Einsatz gekommen, die Sau. Dafür ist AMX-30 billiger in der Forschung. Und die B2-Version davon auch. Leclerc. Na, brauche ich es nicht. AMX-50 zur Base. Ach du Scheiße. Ein bisschen teurer geworden, oder? Nee, billiger. Entschuldigung. Ach, ich bin schon auf der falschen Tabellenecke. Roland ist auch ein bisschen angepasst. Der Foch, ja, den habe ich schon. Den brauche ich nicht mehr. SK-105. Muss ich jetzt auch nicht an. Dann letzte Passage hier, die Schweden. Ich rede schon zu viel, ich muss schon husten. Da ist was, was mich juckt. J32B, der Jet. Oh, J29 ist aber auch angepasst worden. Und die J29A. Und die J21RA ist verteuert worden in der Forschung. Aber dafür in den Kosten verbilligt. Tja, Vor- und Nachteile. SK-60, den habe ich schon. Oh, habe ich aber Glück gehabt, dass ich den noch rechtzeitig gekriegt habe. Guck mal, den nächsten SK, also das nächste Modell darunter, Saab 105G, kriege ich deutlich schneller ran. IKV-91, das ist der Panzer, der ist teurer. Ja, okay. USH-405, ja, endlich kann ich da mal ein bisschen schneller ran. Oh, die Streetwagen sind alle so ein bisschen grob, bis auf den 81er, aber manche sind doch etwas vergünstigt worden. Sehr schön, liest sich sehr schön. WIG 40 ist deutlich schneller zu erforschen. Astra brauche ich jetzt nicht unbedingt. Der UDIS. Ja, komm, ey. Ja, alles zusammengerechnet und gesehen, muss ich sagen, super geil, ne, Leute? Alles super geil. Jo, jetzt gehen wir noch schnell hier auf Mods kurz ein. Die Kosten für die Mods, die Lines-Kosten wurden verringert. Nicht die Forschungskosten, sondern wirklich die. Ach doch, doch, die Forschungskosten auch. Seht ihr, da gab es ein paar Veränderungen bei einigen. Ja, welche Module da es betrifft, das weiß ich jetzt nicht. Steht hier auch nicht mit dabei. Aber einigen haben sowas angepasst. Aber wie gesagt, Silberlines-Kosten, die haben sie ordentlich angepasst an verschiedenen Modellen hier. P61, guck mal einer an, ein bisschen teurer geworden. Scheiße, was, ne? Ja, wo ist hier es billiger? Hier 13.500 billiger geworden. A26C, okay.
Also ihr seht, da ist eine Menge passiert. Selbst bei den Phantom hat man ordentlich angepasst. Also, ja. Da gehe ich jetzt aber nicht komplett alles drauf ein, weil das dauert ewig, bis wir den Text hier in den Kram durch haben. Ich sag's mal so, unterm Strich wurde mehr vergünstigt als verteuert. Ob Silberlines oder halt Forschungskosten. Und das ist ja eigentlich zum Vorteil für uns alle. Wir kommen schneller an diverse Fahrzeuge ran. Wir können sie uns doch besser leisten. Und ja, das finde ich wirklich ganz nice. Ist wirklich ganz nice. Ja, jetzt müssen wir nur noch das Belohnungssystem ein bisschen überarbeiten. Und ja, wir können uns dann vieles leisten. Guckt euch das hier an. 8-8er Flak. Da haben sie ein bisschen was draufgepackt. Tiger H1 vergünstigt, aber ist nicht viel. Ist nicht viel. Ah, nee. Hier ist nicht viel. Das hier ist mit Forschungskosten verbunden. Okay. Da wird mich höchstens eins interessieren. Die Maus. Schauen wir mal. Oh, da haben sie gar nichts getan. Aber in den Forschungskosten. Aber das ist nicht so viel. Also das hier sind die gesamten Forschungskosten. Wenn ihr den ganzen Panzer komplett ausgeforscht habt, ne? Habt ihr dann dieses Ergebnis hier. 130.500. Wow. Tja. Oh, beim Leo 1 haben sie ordentlich vergünstigt. Welche Module das sind, ja, interessiert mich auch. Aber gut. Egal. Man muss jetzt 15.400 weniger erforschen. E100? Den hat doch kaum einer. Ja gut. Gepard, das wäre natürlich interessant. Oh, da haben sie in der Forschung nichts günstiger gemacht. Und in den Kosten für die Module haben sie erhöht. Naja, super. Dann will ich nicht wissen, was die eigentlichen Reparaturkosten dann gesamt sind. Ja gut, wenn der komplett zerstört ist, der Gepard, dann ist das hier wohl das Endergebnis. Das will ich mal wohl nicht hoffen. So viel Forschungskosten will ich wohl, so viel Lines-Kosten will ich gar nicht tragen. Ja, gut, Knut, Leute, es war's. Ey. Es ist so viel. Um alles durchzugehen, müsste ich hier 2 Stunden Video machen. Daher, guckt nach den Fahrzeugen, die euch interessieren, die ihr noch nicht habt. Am besten guckt ihr einfach so nach den Namen, schreibt euch eine Liste oder sowas. Und dann guckt ihr in dieser ganzen Tabelle nach, ob sich da was vergünstigt, verbessert hat für euch oder auch nicht. Ne? Gut, Knut. Dann, ich hoffe mal, es hat trotzdem euch geholfen, informiert. Wenn dem so ist, lasst mal ein Like da oder ein Abo, ist cool. Und ansonsten, ich wünsche euch allen noch einen schönen, schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken, beim Erforschen von den ganzen Fahrzeugen hier, wo es deutlich schneller geht. Und ja, wir hören uns dann die Tage. Ne? Wie gesagt, nächste Woche Montag bin ich dann wieder voll da. Dann mache ich dann für für Montag Video, für Mittwoch und für Freitag machen wir Video. Ne? Und am Wochenende werdet ihr dann was von Destiny sehen und vielleicht am Sonntag sogar was von Chivalry 2. Gucken wir mal, wie ich gerade so Bock und Laune habe. Ne? Weil ich gehe es jetzt ein bisschen ruhiger wieder an. Es muss sein. Sonst gehe ich vor lauter Stress noch ein und das wollt ihr bestimmt nicht. Ne? Mal sehen, vielleicht klappt es endlich dann mal im Zwischenbereich einfach mal so just for fun einen Livestream zu starten. Ne, gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Gut, Knut, dann wir hören uns, Leute, ne?